Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Endwalker, Patch 6.3. Und wir holen uns jetzt das nächste Mount aus dem Patch. Und zwar, wie ihr seht hier im PvP, wir machen schön ein wenig den Crystal Conflict. Also ich habe schon auf Serienstufe 14 hoch. Und egal, ob wir jetzt die Runde gewinnen oder verlieren, wir bekommen auf jeden Fall die Stufe 15 und damit auch das nächste Mount aus dem Patch. Und mal schauen. Müsste wieder so eine komische Kugel sein, die es halt schon ein paar Mal als Mount gibt. Es gibt ja das Abwehrsystem. Praktisch von den Allagern. Aus der Story, diese ollen komischen Kugeln, mit denen man öfter mal was zu tun hat. Hat ungefähr, ich würde sagen, 3 Stunden gedauert von 1 nach 14. Weil manchmal hast du wirklich so Fights, die so 2 Minuten sind und du bist durch und dann hast du wirklich mal Runden, die sind dann wirklich 8 Minuten, ziehen sich ewig hin. Bin immer noch der Meinung, dass man nach 5 Minuten hart cappen sollte und keine Verlängerung geben sollte. Einfach wer nach 5 Minuten die höhere Prozentzahl an der Strecke geschafft hat, sollte Gewinner sein, fertig aus. Aber nein, das machen sie nicht. Mal schauen. Beide Gruppen haben Heiler, Dragoons, Samurai und 2 Fernkämpfer. Okay. Auch hier, ja, wir haben jetzt die neue Map. Ich versuche mal von hinten so ein bisschen sneaky. Ja, das mit dem Sneaky hat nicht geklappt. Da waren gleich welche. Lass das. Ich bin noch hier noch. Oh, komm nicht weg. Natürlich hier nur ein freies Spiel und kein Ranked Game oder sowas. So tryhard sind wir dann doch nicht. Könnt ihr kurz warten, bis meine Kumpels wieder da sind? Wäre das möglich? Ja? Gut, danke. 3 Leute sollten wieder da sein. Die kämpfen aber irgendwo anders umher, anstatt zum Kristall zu gehen und ihn aufzuhalten. Immer sehr schön zu sehen, dass Leute nicht das machen, was sie sollen. Sondern einfach irgendwo auf der anderen Seite der Map wann und wann Fights machen. Okay. Okay, geht mal da eskortieren. Ein bisschen Damage auf den Heiler. Nein. Ruhe. Au. Okay, den Punkt haben wir. Das ist schon mal gut. Ja, aber wir sind tot.
Allein kann ich halt nichts. Muss noch mindestens einer mitzukommen. Ja, okay. Stirb doch weg, Mann. Nein. Heilung. Ach, fuck. Na. Was sie auch unbedingt ändern müssen, ist halt, dass du diesen scheiß Chat nicht benutzen kannst. Nur diese mit den Drecks-Emotes zu arbeiten. Es hat so nervig. Kannst nicht mal irgendwie einen Discord-Link im Chat schicken, um deine Leute irgendwie auf den Discord zu holen oder sowas. Los, komm. Damage. Aua. Ja, wir sind in der Overtime. Das Spiel hätte schon längst vorbei sein können. Wir hätten schon längst Punkte haben können. Wir hätten schon längst das nächste Match anfangen können. Wird oder so abgepfiffen dann. Steht echt einer noch? What the fuck? Mach den doch weg! Wir sind drei... Ich hab auf Heilung gedrückt. Oh, Junge. Dann statt einfach zum Kristall zu gehen, um den weiter zu pushen, wird hinten irgendwann erst gekämpft. Ist okay, wenn du denn einen Heiler wegmachst, der dann für eine Zeit lang nicht mehr stört. Aber wenn du keinen Progress machst und deshalb verlierst, dann ist das scheiße. Danke, weg mit dem Heiler. Weg mit dem Red Mage. Du gehst auch. Dafür sorge ich freiwillig. Komm. Ne? Angst. Angst, Potter. Weg. Hier ist der Tod. Warte. Sehr schön. Ja, 7 Minuten. 2 Minuten 16. Overtime. Da hätte man schon wieder ein halbes Match spielen können. Egal. Heißt aber jetzt, wir bekommen das nächste Mount. Wo ist das jetzt gelandet? Da. Logistikmodul. Right hier. Ja,
Das ist wieder so eine Kugel. Das kannst du. Du kannst auch blitzen, ne? Na, wie gesagt, davon gibt es ein paar mehr. Ich glaube, zwei. Mal gucken. Gucken wir mal. Das sind die neuen. Ja, das Gold ist scharf. Pff, Junge. Ja, hier ist das Logistikmodul, das neue. Und so ein Alligator. Ja, die beiden werde ich nie bekommen, es sei denn, ich... wo sind die anderen? Ja, es gibt eine Menge. Ja, hier. Aerodynamisches System. Und ich glaube Abwehrsystem oder so. Ja, da weiß ich auch nicht genau wo. Das normale Logistiksystem ist das. Ich habe gedacht, Abwehrsystem würde es noch geben. Also Logistiksystem, aerodynamisches System. Ja, kann sein, dass ich auch rüber gescrollt habe oder so. Sicherheitssystem. Okay, dann war das das. Das Sicherheitssystem, was ich meine. Also dreimal gab es das, diesen Typ schon. Eigentlich viermal. Okay. Dann war es das. Also, so bekommt man das neue PvP-Mount. Ist okay. Ich sag mal, jetzt nichts Großartiges. Nur mit so einem kleinen Effekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.